Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns weiter ein bisschen in Toussaint umgesehen und haben einen ganz besonderen Auftrag gefunden. Und zwar sollten wir uns mal einen, ja, Baum ansehen, von dem sich später herausgestellt hat, dass er nicht nur fleht, sondern auch blutet. Und ja, wir haben herausgefunden, dass es sich bei diesem Baum um eine alte Geschichte handelt. Und dass dieser Baum in Wirklichkeit ein verfluchtes Mädchen ist namens Daphne. Und zwar ging es bei dieser Geschichte darum, dass ein Ritter namens Gareth Daphne zur Frau nehmen wollte. Und er musste aber vorher eine Aufgabe bestehen. Er sollte, also ich glaube insgesamt waren es sogar 11 Aufgaben, aber eine der Aufgaben war auf jeden Fall, er sollte zur Hexe vom Luxfelsen hochgehen. Und sie im Prinzip dazu bringen, die Dürre zu beenden, die auf dem Land lag. Und ja, das Ganze hat nicht so ganz funktioniert, er kam nie wieder und Daphne, die auf ihn gewartet hat, hat immer noch auf ihn warten wollen, bis er wieder zurückkommt und hat sich daraufhin in einen Baum verwandelt. Und ja, wir sind jetzt zum Luxfelsen hinaufgestiegen und haben dort etwas gefunden. Wir haben nämlich einerseits die Hexe gefunden und andererseits ein Taschentuch, das Daphne wahrscheinlich dem Ritter Gareth gegeben hat, bevor er losgezogen ist. Und ja, wir haben dann versucht, die Hexe zu bitten, ob sie nicht den Fluch von Daphne nehmen würde. Allerdings will sie dafür eine Locke von uns. Und das Problem ist einfach an der Sache, dass die Hexe ja schon mehr oder minder zugegeben hat, dass sie ein bisschen, ja, irgendwie am Verschwinden, / Tod von Gareth schuld ist, denn sie wollte nicht, dass er wieder geht, sie wollte ihn für sich haben. Und deswegen war die Frage, wollen wir ihr tatsächlich eine Locke geben, wollen wir ihr vertrauen? Oder wollen wir sie vielleicht einfach dazu zwingen, uns zu sagen, wie man den Fluch bricht? Oder sagen wir haben das Taschentuch ja schon, wir können den Fluch auch ganz leicht selbst brechen. Diese Entscheidung durftet ihr treffen und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir der Hexe nicht vertrauen und den Fluch lieber selbst brechen. Ich werde dir nicht trauen, nicht mal mit einer Haarlocke oder was anderem. Um den Fluch kümmere ich mich ohne deine Hilfe. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen. Einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Na gut, das war also die Hexe vom Luxfelsen. Aber wie gesagt, wir haben ja schon uns das Taschentuch genommen. Und damit kehren wir jetzt, ich glaube hier rechts ging es lang, ne? Damit kehren wir jetzt zum Baum zurück, zum verfluchten Mädchen, zur verfluchten Daphne. Ja, da unten steht auch Flötze, sehr gut. Und ja, gucken mal, dass wir den Fluch lösen können. Also dann auf geht's, Plötze wieder zurück. Lieber weg von diesem Felsen, bevor sich diese Hexe noch anders überlegt und sagt, wir sollten lieber auch bei ihr bleiben. Sag mal, was hier denn jetzt los? Bevor diese Hexe nicht am Ende sagt, du solltest lieber hier bleiben, verdammt noch eins. Beweg dich. Hey, will da mir was sagen? Und die Frau hat auch ein paar Rückenschmerzen, habe ich das Gefühl. So, und dann hier mal wieder durch Fuchstal. Los. Was wir ja lustigerweise letztes Mal auch gerade erst befreit haben von einer Banditenplage. Schneller. Das hat auch ein ganz schön, hat sich auch ganz schön, oder war auch nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Die Banditen hier in Toussaint, ja, sind auch nicht schlecht, wenn man das so sagen darf, vielleicht. Also sie sind auf jeden Fall durchaus kräftig. So viel muss man sagen. Und ja, wir ziehen jetzt einfach mal weiter in Richtung, oder wir ziehen jetzt wieder zurück zum Baum und brechen dann hoffentlich gleich den Fluch. So, hier muss er doch irgendwo sein. Ich glaube, dieser Baum da war es, ne? Diese umgekehrte Trauer, also irgendwie ist es ein bisschen komisch. Sie sieht ja eigentlich aus, muss ich gerade mal sagen, so wie so eine Trauerweide, oder? Bloß, dass bei einer Trauerweide die Äste ja eigentlich nach unten hängen. Aber okay. Na gut. Ah, da ist auch der Holzfäller Jakob. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Nun, die Hexe ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich sehe das wirklich nicht. Ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also uns hat sie jetzt nichts getan. Wir waren natürlich auch demütig. Ich glaube, das war der Ritter Gareth damals auch nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja irgendwo erfahren, dass sie was mit dem Verschwinden, / wahrscheinlich Tod, von Ritter Gareth zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Hexe war nicht so schlimm. Ja, wir können ja mal gucken. Diese Hexe, sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne?
Nun, auf jeden Fall, gut, so kann man das natürlich sagen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, also wir wissen ja auch nicht genau, was mit Ritter Gareth und der Hexe war. Auf jeden Fall... Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Nun gut, okay. Dann entfachen wir mal die Feuer hier. Wir sollen wohl anfangen mit dem Feuer im Süden des Baums. Ein letzter Blick geht in die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Okay. Dann jetzt zum Feuer des Ostens. Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Zum Feuer des Nordens. Hoch im Norden die Stille verfangen. Und schlussendlich zum Feuer des Westens. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Oha, das sieht nicht so aus, als wäre es gut gegangen. Das sieht eher wie eine, ja, wie eine Erscheinung aus, gegen die wir jetzt kämpfen müssen. Das war falsch. Los. Okay, jetzt müssen wir sie wieder vertreiben. Ich meine, gut, es war eine verliebte Frau. Da kann so einiges passieren, wie wir wissen, bei Erscheinungen. Oder da können so einige Erscheinungen rauskommen. So, ich gehe hier schon mal auf den Absurd. Die haut nämlich ganz schön rein, die Olle. Ach, verdammt, jetzt hat sie meinen... Ach, natürlich. Und jetzt noch... Schön Skelette, ist klar. Alter, die haut aber rein, die gute. Und sind das viele Skelette. Das kann was werden. Ich glaube, ich brauche gleich einen Absolut. Oh, sie lähmt mich vor allem immer so. Das ist echt schlecht gerade. So, ich muss mal hier ein bisschen die Skelette erstmal erledigen. Ich frage mich zwar, wie diese Skelette bluten können, aber gut, mir soll es egal sein. Boah, die halten ja auch so viel aus, die blöden Viecher. Aber dann vielleicht zwischendurch mal wieder auf sie. Wird ja vermuten. Ah, sie kann ihre eigenen Skelette töten. Sehr schön. Ich würde ja mal vermuten, dass wahrscheinlich auch die Skelette verschwinden, wenn ich sie erledige. Au. Wolfi, hilf mal. So, wieder mal Dingens. Na, sollte ich vielleicht nochmal einen Absurd reinhauen? Ich denke, ein bisschen geht noch. Schön auf Daphnis vielleicht. Da ist wieder einer tot. Sehr gut. Die Skelette gehen auch langsam zur Neige, sag ich mal. Oh Mann. Ganz ruhig, meine Gute. So, ich glaube, viele Skelette sind es eh nicht mehr. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Erscheinung selbst. Die sind auch relativ passiv, die Viecher. So, ja, okay. Naja. Verfickte Feenflügel. Was ist denn hier passiert? Mein Fehler. Ich habe den Fluch auf die falsche Art gebrochen.
Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße! Das hat man davon, wenn man einen Pfuscher beauftragt. Zumindest ist ihr Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr im Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich. Naja gut, man kann... Ich sag mal so, ich bin ein bisschen sauer, dass er mich jetzt so anfährt, aber naja, irgendwo ist das wahrscheinlich nicht so gelaufen. Er hatte wahrscheinlich eher auf ein Happy End gehofft, aber nun, so ist das nun mal. Es gibt nicht überall ein Happy End, wenn wir ganz ehrlich sind. Nicht alles hat ein Happy End und schon gar nicht solche tragischen Liebesgeschichten, wo dann in letzter Sekunde doch noch der Prinz ankommt und sie beide glücklich bis an ihr Lebensende leben und so weiter und so fort. Gut, jetzt ist es auf jeden Fall erstmal Nacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Mal sind wir ja in der Nacht weitergeritten, aber ich möchte jetzt tatsächlich auch mal kurz ein bisschen vielleicht... Hier war doch Fuchstal in der Nähe, da würde ich mich gleich mal gerne in die Kneipe setzen und eine Runde meditieren. Einerseits zum Ausruhen, weil Geralt muss sich ja auch ab und an mal ausruhen, wenn wir das mal sagen dürfen, ne? Und andererseits, weil ja das letzte Mal, als wir meditiert haben, in Anführungsstrichen, als wir hier die Banditen erledigt hatten, hat das ja blöderweise nicht als Meditation gezählt und dementsprechend nicht meine Tränke aufgefüllt. Und inzwischen bin ich nur noch bei zwei Absuden als Heiltränke und das finde ich nicht ganz so gut. Na gut. So, wo kann ich denn hier mal am besten... Habt ihr hier keinen... Was haben wir denn da? Ein Buch? Kompendium der Basiliskenjagd und der letzte Basilisk, eine Studie der Ökologie von Borghis di Salvares. Na komm, gucken wir uns das mal an. Kompendium der Basiliskenjagd. Ach, die Musik hier ist jetzt viel zu schön für das, was gerade passiert ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht wäre es doch ganz gut gewesen, die Hexe zu fragen, wie man den Fluch lösen kann. Auf der anderen Seite, wir wissen nicht, was sie mit uns angestellt hätte. Und auf jeden Fall ist Daphne jetzt erstmal von ihrem Leid befreit. So viel kann man ja sagen, auch wenn es vielleicht nicht die schönste Art war, vom Leid befreit zu werden. Ne? Aber nun gut. In unseren Landen, also im schönen Herzogtum Toussaint, hat die Basiliskenjagd eine lange und ereignisreiche Tradition, die bis an die Ursprünge der Geschichte zurückreicht. Davon liegt auch eine Notiz des Lederers Xenon von Tyrtion aus dem Jahr 1023 Zeugnis ab, in der er den Auftrag erwähnt, ein Korsett aus Leder einer geflügelten Schlange, von einigen Basiliskus genannt, anzufertigen. Siehe Vedetto Fiari, Manuskripte im Wandel der Zeitalter 1278. Im Gegensatz zu weniger hochwertigen Anfertigungen, bei denen heute von Basilisken verwendet werden konnten, welche eines natürlichen Todes gestorben waren, verlangte dieses Korsett bei seinem Preis die Haut eines gesunden und starken Basilisken, also eine Jagd. Ohne einen Hexer oder wenigstens einen Ritter oder Söldner hätte eine solche Jagd den sicheren Tod des tollkühnen Jägers bedeutet. Doch wer der Aufgabe gewachsen war, vor allem Hexer, bejagte die Basilisken und ihre Vettern, die Gorgos, so erfolgreich, dass sie schließlich fast gänzlich ausgerottet waren. So waren im Jahr 1100 Basilisken der Gattung Regulus Platinum ein häufiger Anblick am Himmel. Heute gibt es nur noch ein einziges Exemplar. Der letzte Basilisk. Eine Studie der Ökologie von Borghis di Salvares. Aufgrund meiner Beobachtungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sämtliche Spezies, einschließlich Pflanzen, Tiere und Insekten, untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist kein Zufall, dass die Abholzung der Birkenwälder nicht nur zum Verschwinden der Rehe geführt hat, die in ihnen gelebt haben, sondern auch zum Verschwinden der Silberbasilisken. Das Prinzip trifft sogar bei Marienkäfern zu. Zum Wohle der Wissenschaft habe ich das folgende Experiment durchgeführt. Ich tilgte alle Blattläuse im Kohlbeet mit einer Lauge. Nach wenigen Wochen waren sämtliche zuvor im Kohlbeet präsenten Marienkäfer, es waren hunderte, ins Nachbarfeld abgewandert. Ein schlichtes Experiment, doch ein unwiderleglicher Beweis meiner Hypothese. Naja gut, ganz so schwer ist das nun auch nicht, ne? Wenn die Beute fehlt, was sollen dann die Marienkäfer noch in dem Feld, ne? Also, viel interessanter wäre es doch jetzt, ob das noch größere Auswirkungen hat auf weitreichendere, die man vielleicht nicht so erwarten würde, zum Beispiel auf die Pflanzen selbst. Aber nun gut, meine, wenn die Beute fehlt, dass dann die Marienkäfer nicht mehr da sind, ist doch logisch. Das ist nun keine große wissenschaftliche Sache. Nun gut, wir müssen aber auch sagen, wir sind in einer Zeit, da ist das noch nicht ganz so logisch. So, ich würde sagen, ich nutze hier einfach mal den Raum hier hinten in der Ecke. Sehr schön. Und ich glaube, ich nehme auch erstmal sicherheitshalber wieder Schwalbe. Also ich weiß nicht, an sich ist der Absud prinzipiell besser, weil er schneller heilt, aber Schwalbe sind einfach mehr, da muss ich nicht so oft wechseln. So, und dann würde ich sagen, machen wir damit weiter.
was ich ja eigentlich machen wollte. Und zwar, glaube ich, wollten wir zu den Weinfäden. Wir hatten noch die andere Quest, die ich beim letzten Mal schon angesagt hatte. Oder was beim vorletzten Mal? Ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher. Ich glaube, beim letzten Mal. Die würde ich erstmal ein bisschen verschieben, weil ich gesehen habe, die ist ein bisschen hochleveliger. Oh, guck mal, da sind noch Briefe. Also die war, glaube ich, vom Level her war die noch im roten Bereich und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, wieder irgendwelche Viecher zu bekämpfen, die mir zu stark sind. Das dauert einfach nur so ewig. Deswegen machen wir das einfach mal später. Aber zu dieser Auktion können wir ja auf jeden Fall nochmal gehen, denke ich. Und dann ziehen wir vielleicht schon wieder in den Süden, denn ich glaube, inzwischen könnten wir wahrscheinlich schon zu dieser Bilderausstellung von dem Typen gehen, den wir, mit dem wir die Safari-Tour gemacht haben. Was ist da unten denn los, ey? Was verbrennen die da? Verbrennen die da die Leichen der Banditen, die ich hier erlegt habe, oder was? Oder die Leichen der Leute, die die Banditen erlegt haben? War da gerade was? Ich dachte, ich hätte was rot aufblitzen sehen, aber nicht. Ah, hier ist was. Guck mal, was haben wir denn hier? Befehl auf blutigem Pergament. Ich glaube, das sind Banditen. An Peter Hakennase, du hast bis zur Morgendämmerung Zeit, deine Einheiten zu sammeln und auszurüsten. Ihr werdet in zwei Gruppen zuschlagen, um die Abwehr schneller zu durchbrechen. Die Leute werden sich nicht lange verteidigen können und Fuchstal hat keine Garnison, also werdet ihr euch amüsieren. Aber bringt sie nicht gleich alle um, schickt mir ein paar lebendig nach Tulasens. Ladet die Beute auf Wagen und schickt Läufer, wenn die Verteidigung überwunden ist. Entsende ich Männer, die euch beim Transport helfen. Und geht dieser Geschichte von Töpfen nach, die in Fuchstal aus dem Boden wachsen sollen. Vielleicht tut sich da eine Geschäftschance auf. Da geht's darum, um diesen anderen Auftrag, den wir beim letzten Mal gesehen hatten, Loth. Wenn ihr irgendeinen Koch oder Bäcker findet, der weiß, was es mit den Töpfen auf sich hat, tötet ihn nicht, sondern schickt ihn gefesselt zu mir. Ich glaube, Loth ist einer von den Typen, auf die sogar ein Kopfgeld ausgesetzt ist hier in Toussaint. Um den kümmern wir uns dann vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber jetzt gucken wir uns erstmal diese Auktion an, die da stattfinden soll. Ach, und eine Sache, die ich noch machen wollte, ganz kurz. Ach, hier. Genau, hier waren doch die Viecher. Komm genau, jetzt. Tatsächlich. Das ist wahrscheinlich das mit den Töpfen, was die gemeint haben. Und da raus ist dann der eine Typ geflohen oder so. Was ich noch ganz kurz machen wollte, und zwar, wir haben drei Fertigkeitenpunkte. Das heißt, wir können nämlich jetzt schneidende Kälte skillen, wenn ich noch drei große Blaumutagene hätte. Die brauche ich mal ganz kurz. Ja, es hatten ja die meisten. Ach so, warte, ich kann nicht, weil ich auf Plötze sitze, ne? Es hatten ja die meisten dafür abgestimmt, dass ich das Eisart quasi skille. Ich sag mal so, je nachdem, also für alle die. Ich habe noch nicht ein großes Blau. Habe ich schon ein großes blaues Muttergen? Ich habe keine Ahnung. Für alle die, die jetzt vielleicht hoffen. Nee, ich glaube, ich hatte keins, hatte ich gerade gesehen. Ach nein, komm, ehrlich. Für alle die, die sich vielleicht was anderes gewünscht hätten, ich gehe danach. Gehe ich in den Kampfbereich. So, warte mal, ich brauche 9 Stück. Gehe ich in den Kampfbereich ein bisschen mehr. Und dann werden wir da noch ein bisschen weiter skillen. Also, es wird nicht so sein, dass wir jetzt nur das eine skillen. Wir werden dann auch noch ein bisschen anders weitermachen. Aber das war das, was sich die meisten erstmal gewünscht hatten. Aber ein paar hatten eben auch gesagt, dass ich doch hier in den Kampfteil ein bisschen gehen sollte. Und ich meine, wir können ja mehr freischalten. Das Blöde ist, man kann nur eins aktiviert haben, aber man kann das ja auch zwischendrin mal wechseln. Es muss ja jetzt nicht sein, dass wir da die ganze Zeit das Gleiche aktiviert haben. Aber jetzt holen wir uns erstmal schneidende Kälte, vor allem, weil dann das Art wieder ein bisschen besser genutzt werden kann. Beziehungsweise, weil ich das Art einfach ein bisschen besser dann nutze. So, da haben wir das jetzt aktiviert mit Eis. Unser Eisart, das ist schon mal sehr gut. Und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass wir jetzt zwei Mutationen freigeschaltet haben, das ist nämlich der nächste Punkt, kriegen wir einen zusätzlichen Fertigkeitenplatz. Hier steht, wenn wir 4 Mutationen freigeschaltet haben, also es wären dann wahrscheinlich die beiden, würden wir wiederum einen Fertigkeitenplatz kriegen. Und die, wie ihr jetzt seht, jetzt haben wir hier einen zusätzlichen Fertigkeitenplatz. Leider, und das ist das Blaue, was das heißt, leider können wir da nur ein Zeichen-Skill draufsetzen. Aber ich glaube, da hatten wir eh noch einen über. Der kann dann ja da rein. Der bringt dann auch leider nichts mehr hier in Kombination mit den Mutagenen. Aber so kann man sich theoretisch noch 4 zusätzliche Fähigkeiten mit reinsetzen, wenn man einfach nur die Mutagene voll aufskillt. Ist, denke ich, ganz gut. Ich kann mal ganz kurz gucken. Sieht man das schon? Ja. Der eisige Hauch. Sorry, Plötze. Der eisige Hauch des Art. Schneller. Das wird sicher interessant werden. Mir wurde ja auch geschrieben, dass ich das Art gegen die Spinnen zum Beispiel verwenden kann. Da soll das wohl ganz gut funktionieren. Ich sag mal so, wenn ich jetzt auf jeden Fall... Ich denke, jetzt müssen wir nach links. Wenn ich jetzt, Oh, versteckter Schatz. Langsamer. Den nehmen wir doch mal mit.
Ich glaube, da habe ich schon irgendwas gesehen gehabt gerade. Ich sag mal so. Was seid ihr? Komm, ich benutze mal meinen Eisatmoder heute. Gefriert. Ja, ich glaube, bei denen ist Aigni besser. Sehr schön, brenne. Ah, der eine ist schon eingefroren, sehr schön. Da hat sich das Eisart doch sogar gleich gelohnt. Und ich glaube, da war der eine gerade betäubt, ganz kurz. Auch cool. Weil ich habe ja aus Versehen Betäuben auf das Silberschwert gehauen. So, explodier mal bitte, danke. Sehr schön, dann kann ich mir den versteckten Schatz hier auch angucken. Gucken wir doch mal. Ich meine, wenn wir schon vorbeikommen, ne? Das ist ja das, wir haben ja so viel zu tun. Wir werden wahrscheinlich eh noch viel zu tun kriegen. Tagebuch von Augustin Tonelias. Schauen wir doch mal. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift und sind voller Kleckse und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgaardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht, dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich aber, Fässer sind eine Sache, da kann ich neue anfertigen. Aber das Rezept für den Wein? Ich sagte eher, würde ich sterben. Und da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Na, das hat wohl nicht ganz so gut geklappt. Okay, dann gucken wir mal, können wir ja wenigstens seine Überreste bzw. sein letztes Geld finden. Würde ich sagen, machen wir uns da mal gleich hin auf, wenn wir schon mal... Wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja machen. Die Auktion können wir danach immer noch angucken. Aber das Geld können wir uns ja mal eben ganz flott holen, denke ich. Ich gucke bloß nebenbei immer um, ob es noch was zu tun gibt. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Wölfe. Das wird ja immer toller. Hast du schon mal einen Eisart gespürt, mein Freund? Okay, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Irgendwie klappt das nicht ganz so gut. Obwohl, der liegt noch. Das hat gut geklappt, ich hätte bloß alle erwischen sollen. Alter, warum sind Wölfe so nervig? Aber ich meine, das sage ich auch über Panther. Die sind aber auch nervig. So, komm her, blödes Vieh. Zack, zack, tschüss. So, ein bisschen Brot reinziehen. So, da war aber schon Blut, habe ich gesehen. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Sonnenblumen können mal ganz kurz warten. Das läuft ja nicht weg. Ist hier noch was? Da ist noch ein Wolf. Ja, warte, dich hole ich mir, Freundchen. Was sagt ihr denn eigentlich so zu Axi? Hier wurden scheinbar irgendwelche Leute überfallen. Ja, Axi bringt, glaube ich, nicht so viel, weil ich keine Chance auf eine höhere, auf eine sofortige Tötung damit habe, trotzdem. Ich soll mich umsehen. Ja. Dann gucken wir mal. Ah, das Pferd ist, glaube ich, gerissen worden. Verdammt, in Stücke gerissen. Ich ziehe mir mal noch ein bisschen Brot rein. Oh, was haben wir hier? Erstmal ein bisschen Zeug. Und noch ein totes Pferd. Zerschmetterte Knochen. Verdammt, ganz schön stark. Das waren aber keine Wölfe dann nur, oder? Oder es ist irgendwo von der Straße abgekommen und einfach wegen des Wagens dann gestorben. Kann natürlich auch sein. Tiefe Spuren, Blut. Da wollte jemand nur noch weg. Aber was sind die anderen Spuren? Ach nee, okay, da war doch ein Monster. Das sind keine Wolfsspuren hier. Da ist irgendwas gefolgt. Da sollten wir aufpassen. Irgendwas ist da gefolgt. Ah, ich sehe schon. Was bist du denn, mein Freund? Verdammt. Ein Waldteufel. Brenne erstmal schön, mein Freund. Hör mal auf mit deinen verdammten Bäumen hier. Okay, vielleicht erstmal das Quen. Mal gucken, was der eigentlich kann. Ganz ruhig, Freundchen. Immer erstmal schön quennen, um zu schauen, was der eigentlich macht. Oh. Er kann sich auf jeden Fall so ein bisschen teleportieren. Na, jetzt haben wir ihn eingefroren. Sehr schön.
Da greife ich tatsächlich, greife ich nicht mit Igni an und dann verbrenne ich ihn natürlich. Aber das hat ihn auch nicht aufgetaut. Sehr schön. Scheinbar kann man das tatsächlich stapeln. Was ich seltsam finde, weil man kann Leute ja eigentlich, oder Brände macht man ja eigentlich mit Eis oder Art wieder normal, sag ich mal, daneben. Ich weiß zwar nicht, wo du angegriffen hast, aber es war auf jeden Fall daneben, Freundchen. Wo ist er denn, Alter, dass der sich so rumteleportiert? Da ist er immer echt schnell. Ach, komm schon. So, erledigt. Waldteufel, interessant. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Ach hier, da wollte der Waldteufel ja auch gerade rein. Kommt raus, ich tue euch nichts. Oho, wer ist denn da? Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. War der Dritte gerade tot? Habe ich jetzt wenigstens eine Belohnung dafür gekriegt? Okay, das war jetzt auf jeden Fall, ne? Wir haben auf jeden Fall ein paar Leuten geholfen. Große Fußstapfen. Ich sag mal so viel, es handelt sich dabei tatsächlich um eine Aufgabe, die noch in einem anderen Kontext wichtig werden wird. Ihr werdet das dann irgendwann sehen. Im Endeffekt haben wir gerade einfach ein paar Leute gerettet, die was zu tun hatten, aber wie gesagt, ich erzähle mal erstmal nicht mehr darüber. Ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal, das ist es doch dann, das Sonnenblumenfeld, ne? Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, glaube ich, vom Weg. Das ist natürlich auch nicht so schön. Na, was soll's. Wir finden die Sache schon. Achso, ich dachte schon. Nee, aber das ist der gleiche Ort, glaube ich, nochmal. Da waren noch ein paar tote Pferde, oder? Schneller. Ist das der gleiche? Weil der Wagen weg ist. Aber wahrscheinlich haben die Leute den Wagen einfach wieder mitgenommen, oder? Weil das Zeug, was da drauf ist, haben sie ja wahrscheinlich noch gebraucht. Ich guck bloß mal ganz kurz. Ja, hier liegen so tatsächlich nur noch die Pferde. Ist der gleiche Ort. Ich war bloß mir nicht sicher. Nicht, dass jetzt irgendwo andere auch noch irgendwie andere Leute noch ein Problem hatten. Und ja, jetzt sonst nie, denen sonst nie geholfen würde. Das wäre ja auch ein bisschen traurig. So, Sonnenblumenfeld war gesagt. Vermentino-Weingut. Mama, wo bist du? Es gibt hier natürlich auch verschiedene Weingüter. So, gucken wir erstmal. Wo hat er jetzt denn sein Zeug versteckt hier? Durst. Gib mir was zu trinken. Da, bei den Sonnenblumen. Okay, würde das jetzt zwar nicht als Feld bezeichnen, aber bei den Sonnenblumen hat er ja geschrieben. Da. 89 Floren, na gut. Ist jetzt auch nicht so super, wenn ich mal ehrlich bin. Gut. Und dann wollten wir jetzt aber auf jeden Fall hier hin. Zu dieser verdammten Auktion und mal gucken, was es damit auf sich hat. So. Na, da haben wir doch jetzt aber auch schon wieder einen ganz guten Teil hier gesehen. Glaube ich. Einfach nur, indem wir ja verschiedene Sachen wieder mal gemacht haben. Gut, den Händler, da brauche ich nicht unbedingt jetzt sehen. Muss ich hier über die Brücke? Ich denke schon. Dann einmal hinüber, über die Plegemundbrücke. Ja, pfeift ihr mal alle. Die Plegemundbrücke. Ich habe zuerst geboten. Komm jetzt. Was ist denn hier los, Freunde? Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na? Zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute! Es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist! Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden.
Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? An sich sind beide ganz lustig, weil wenn ich jetzt sage, ich bin Hexer und ich kenne mich beruflich mit Monstern aus, ist das irgendwie lustig. Ich weiß alles über Frauen, klingt auch gut. Ach komm, wir bleiben mal hierbei. Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Mathilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ist ein ungewöhnlicher Auftrag, na wobei, eigentlich sind ja Monster sind dabei, von daher... Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Boah, 700 als Grundbetrag ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, das ist der höchste Auftrag, den wir je hatten. Dann nehmen wir doch mal 820. Kannst du nicht noch ein bisschen runtergehen? Na gut. 800 reichen mir an sich auch, das ist schon eine ganze Menge Geld. Das klingt gerecht. Gut, dann würde ich sagen... Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. 800 ist eine gute Summe, würde ich sagen. Was gucken die denn so? Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Liam mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Zwei Aufträge zum Preis von einem, würde ich sagen. An sich können wir ja beide machen, muss ja keiner was davon wissen. Aber interessant, dass sie uns quasi den gleichen Auftrag stellen. Aber okay, das war nicht das Doppelte, meine Gute. Naja, aber vielleicht kann ich bei dir ein bisschen höher gehen. Wenigstens so ein bisschen. Komm, dann sagen wir bei dir 850. Gut, abgemacht. 800 und 850, 1650 insgesamt, wenn ich mich um beide kümmere. Das klingt doch eigentlich gut. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Okay. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Na gut, darum können wir uns ja ganz klar kümmern. Und hier gibt's sogar noch einen... Hier gibt's sogar noch einen, Hier bin, habe ich das Gefühl,
eine Anschlagtafel. Da können wir uns ja auch mal ganz kurz umgucken, was wir da haben. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, Gemälde. Ich bin Absolvent der Akademie von Ochsenfurt, an der ich Malerei studiert habe. Ich male ein Porträt von euch mit den Bergen von Toussaint im Hintergrund. Wie lange ihr posieren müsst, hängt von der Größe des Gemäldes und dem gewünschten Detail ab. Der Preis ist verhandelbar. Ihr findet mich auf dem La Grande Place. Auguste Benoit. Suche Sicherheitsexperten für Transport. Ich suche nach bewaffneten Kämpfern und Sicherheitsexperten, die sich anheuern lassen. Der Auftrag lautet, 3 mit Wein beladene Wagen nach Belhaven zu eskortieren, diese dort auszuladen und mit eingekauften Waren zurückzukehren. Ich komme für die Kosten zur Verpflegung und Unterkunft auf. Weitere Informationen bei Pierre de Sol vom Vermentino anwesend. Kaiserliche Küche. Die Taverne zum Basilisk bietet eine Vielzahl nilfgaardischer Gerichte an. Probiert die köstliche Hasenpaté, die berühmte Langustensuppe und in der Sonne des Kaiserreichs gereiftes Gemüse. Zu erschwinglichen Preisen. Lang lebe seine kaiserliche Majestät, Emhir war Emreis, Detwin Adanyn Karneb Morwut. Was, Ei ist tot? Der als Ei bekannte Stallknecht starb auf einem Ein-Mann-Feldzug gegen Monster, auf den er sich aus freien Stücken und gegen den Ratschlag aller anderen begab. Er hinterließ keine Familie und keine Verwandten. Er wollte ein Held sein. Möge er in Frieden ruhen. An alle Interessierten, die Beisetzung nach Majorans Ritus findet in 3 Tagen statt. Schweine. Alle, die irgendwie mit dem Coronata-Weingut zu tun haben, sind Schweine und ich habe nur eine Nachricht für sie. Verpisst euch! Warnung. Die Arbeiter auf dem Vermentino-Weingut treiben es mit ihren eigenen Müttern und sogar mit dem eigenen Vater. Alter, was ist das denn hier? Okay, ich glaube, neue Aufträge waren das nicht, aber ich würde sagen, das soll es dann erstmal gewesen sein. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir uns mal wieder auf in Richtung Süden, um ja uns auch nochmal ein bisschen in Beauclair umzusehen. Aber das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin, ciao.